Juhu an alle, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Ditto Challenge. Ich habe unseren Grappi umbenannt, unser Formsklave, er heißt jetzt auch Formsklave. Der Namenswerder war unheimlich begeistert von dem Namen, sagt er sogar übrigens einen geilen Spruch, und zwar sagt er, eigentlich unterscheidet sich der Name gar nicht von dem davor, aber irgendwie klingt er trotzdem besser, das finde ich voll lustig. Ein nettes Easter Egg, und zwar ist mir außerdem eingefallen, dass da unten noch eine Picknickerin stand neben ein Item, wofür wir zwei Schneider brauchten, um hinzukommen. Und deswegen holen wir das noch kurz nach, ganz kurz. Solange wir unseren VM-Sklaven dabei haben, können wir das dann machen. Das können wir machen. Und zwar meinte ich, nicht ich, dir. Zerschneider, los VM-Sklave, benutzt Zerschneider. Geh deiner eigentlichen Bestimmung nach. Besitzt du einen Mondstein? Ja. Du nicht? Oh. Kannst aber gar nicht an Nidorans und so weit entwickeln. So ein Pech aber auch. Ich bitte, sei schneller, danke. Der war jetzt garantiert ein Doppelkick oder sowas, das Ding ist. Oder nicht? Dann halt nicht, Gift und Wirke. Moment, ich muss nachdenken, ne? Nicht effektiv? Okay. Doppelkick ist nicht effektiv. Okay. Bam. Das ist super uneffektiv. Das muss ich nicht verstehen. Diese Aktion muss ich nicht verstehen. Und nochmal ein Crit. Das Spiel mag mich wieder. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ja, komm, ich wechsle mal auf Copy 2. Copy 2. Bam, bam, Nidorino wird in den Kampf gesetzt. Das heißt, wenn wir uns wiedersehen, hier, Picknicker, ich habe den Namen vergessen, das ist super uneffektiv. Nidorino sieht von hinten aus wie Nido King, es steht ja halb, aber egal. Ja, Überreste und so, ne? Weißt du Bescheid, Junge? Du benutzt auch die Horn-Tackle. Am besten auch mit einem Doppelkrit oder sowas. Und ich dachte eigentlich, der Gegner wird Attacken benutzen, die wirklich sehr effektiv sind. Eigentlich. Und uneigentlich nicht. Okay. Hauntag. Doppelkick. Ja, er denkt überhaupt nicht daran. Wahrscheinlich hätte die dumme KI. Es gibt ja zwei Arten von KIs, habe ich glaube schon mal gesagt. Und zwar die dumme KI, die halt. Wobei dazu irgendeine Attacke ausfällt. Also eine Wahrscheinlichkeit von ein Viertel oder wie viele Attacken auch immer hat. Die Attacke benutzt, und es gibt die mehr oder weniger intelligente KI. Die benutzt Attacken, die typtechnisch irgendwie mehr Schaden machen. Das kann aber dazu führen, dass man ein Gift-Pokémon draußen hat und der Gegner beherrscht, keine Ahnung, irgendeine Psycho-Verstärkungsattacke, bla. Dass er die Dinge halt macht, aber können wir unsere Pokémon vollstopfen mit da Calcium Nugget. Oh, wir haben noch ein Nugget. Siehst du, wir haben auch nur einen Kopf. Okay. Angriff. Verteidigung. Eigentlich brauchen wir KP. Wir müssen unsere Blitos mit KP plus vollstopfen, denn das Einzige, was bringt. Also wann denn, wenn er alle anderen Werten, alle anderen Werte überschrieben? Das ist ja so. So, dann auf in die nächste Stadt. Ich drücke gerade B, um zu rennen, aber ich habe das Fahrrad. Sehr sinnvoll, muss ich schon sagen. So, dann ich versuche jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob wir stark genug sind, deswegen. Aber egal. Ich versuche erstmal mit drei, vier Trainern sofort zu Muid zu kommen. Muid. Ansonsten werde ich wahrscheinlich. Wenn ich merke, ich bin zu schwach, werde ich wahrscheinlich trainieren. Und zwar in so einem super hochgespeedeten Part, wie ihr schon mal gesehen habt. Ja, ich möchte. Du hast Hypertränke. Möchte ich gerne ein paar haben. Du hast auch Beleber. Möchte ich auch welche haben. Aber irgendwie sind Supertränke dann noch besser. Hast du keine Supertränke? Dann gehe ich jetzt rüber und hole mir Supertränke. Ich
finde die nämlich besser, weil Hypertränke sind zwar cool, aber aktuell haben unsere Pokémon noch keine 200 KP, nicht mal 100 KP, weshalb ich es noch nicht für erforderlich halte. Dann gehen wir halt hier in Lavendia einkaufen. Hier ist nämlich viel cooler als da drüben, ja? Kannst du mal sehen. Aha. Hier, verkauft mir noch Supertränke. Ja, wirklich, ich möchte auch mein verkaufen und so. Nein, ich möchte verkaufen, was ist denn los? Ich möchte verkaufen. Und zwar möchte ich... Bringt eigentlich Geld? Nein. Nugget! Ja, möchte ich. Ich habe jetzt wirklich viel Geld dafür bekommen. Noch irgendwas. Aufwäger können wir eigentlich auch verkaufen, weil wir haben die Pokémon-Flöte. Und ich möchte jetzt mein ganzes Geld für Supertränke rausschmeißen, alles klar? Super, perfekt. Dann ordnet die mir nochmal ganz kurz. Hypertrank nach oben. Bam, 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 bam. Und dahin bitte. Da haben wir wieder ein paar Tränke und so. Und hab Genesung. Unglaublich. Ich irgendwo aufgesammelt. Kauft habe ich die definitiv nicht. Perfekt. Slipco-Gebäude! Auf geht's. Geheilt sind meine Pokémon, ne? Gekämpft habe ich jetzt nicht. Doch, ich muss sie heilen. Okay. Egal, dann laufe ich jetzt zum nächsten Pokémon hin. Wow, es ist unheimlich viele Dinge, die passieren, die nicht. Ich gehe einkaufen und... So, ja. Ja. Auf geht's. Du da, Schwester Joyce. Bam, bam, bam. Dann legen wir jetzt noch Krabi ab. Das brauchen wir definitiv nicht im Slipco-Gebäude. Ablegen. Krabi, ablegen. Okay, abgelegt, perfekt. So, nachdem wir einen Haufen nichts getan haben... Auf ins Slipco-Gebäude. Rennen wir an den Wächter vorbei, der zufällig ganz ungeskriptet da rumsteht. So, ich weiß nicht genau, welche Etage es ist, aber ich erkenne sie wieder. Ich glaube, in meinem Blue Kaizo Let's Play habe ich das ja auch gezeigt, dass man einfach nur in die 7. Etage so gehen muss. Und dann, das ist nicht die Etage. Ich hab hier die Treppen gehen. Nein, ich kämpfe nicht gegen die Team Rocket-Typen. Auf jeden Fall nochmal gegebenenfalls schauen, ob ich irgendwelche Items hier finde. Genau, der Raum ist es. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht in irgendeinen Typen reinlaufe. Zum Beispiel den da. Oh, du Arsch! Wir entwickeln diesen Pokémon-Labor neue Pokébälle. Jetzt drehe ich genau neben. Oh, was soll denn das, du Scheißforscher? Und hast auch noch 5 Pokémon. Was soll denn das? Hast ein Magneton. Das ist aber ganz schön für dein Magneton. Nein. Böses Magneton. Jetzt muss ich erstmal schauen. Du kannst super, super tolle Attacken, ja? Wovon Funken. Na, komm mal, Superschall. Superschall! Sieg und Flieg! Böses Magneton. Funken-Ultraschall. Ultraschfunk! Dein Funkenschall. Bam. Super konstanter Schaden ist manchmal sehr vorteilhaft. Nicht immer, aber manchmal schon. An manchen Tagen wie diesen, wenn es mal. Oh, hab ich gerade aus dem Lied notiert? Ich glaube nicht. Egal. Und. Bam. Und das müsste es reichen. Ja, es reicht. Es reicht. Super Copy 6 muss aufholen.
So, der Trainer, gegen den wir gleich kämpfen werden, der wird sehr viel stärker sein. Also vom Level mäßig jedenfalls. Ja, wir hatten nur eine Handvoll von Pokémon. Ich habe mich mal umgesetzt. Ultraschall. Ja, das macht schon viel Schaden, das ist schön. Warte, doppelte Mappung. 16 KP und ich bin paralysiert. Okay. Das reicht, wir haben noch. Müssen wir unseren neuen Frosch aus Dumak geholt. Super Tränke. Ey, Ultraschall. Und Funkensprung. Warum ist Magnet? Also, ich bin paralysiert. Okay. Oh, come on. Triff, greif an. Danke. Böses Magnetino. Komm, die Chance nutze ich jetzt aus. Ich kann mal mit einer Attacke angreifen, die nicht vom selben Typ ist wie der Gegner. Genauigkeit sinkt, aber ich greife immer so mit einer 100% Attacke an. Daher ist mir das relativ egal und genau so soll das gehen. Ja, genau so. Und mit dem nächsten Pokémon erreichen wir ein neues Level. Sehr schön. Es macht wieder Spaß, nachdem wir diese Durststrecke hinter uns gelegt haben. Aber ich sehe gerade, wir haben dafür auch nur 5 Parts gebraucht. Das ist echt auf jeden Fall sehr vom Vorteil. Es macht keinen Schaden, weil ich ein Stahl-Pokémon bin. Und eine wirklich hohe Verteidigung habe. Jedenfalls eine hohe physische Verteidigung. Ich habe dafür auch effektiv keinen Angriffswert. Hä, wie kann denn Fokussprung daneben gehen? Hä, das ist doch Hä? War nicht Fokussprung 100 Trefferchance? Aber wir haben noch Ultraschall. Ich vergaß, dass die Attacke noch haben. Oh, dieses scheiß Smogmog. Komm schon, du versaust mir nicht mein Level ab. Nicht du! Ich meine, der Funkensprung wäre eine 100% Attacke. Deswegen bin ich gerade extrem verwirrt, dass die Attacke nicht trifft. Oder war weggeht gerade mit einer anderen Attacke. Das könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ja, komm, wir haben. Na, ja, machen wir noch super Schall, wenn wir betreffen, paralysiert. Yay! Verzweifle ich die jetzt noch zu Tode? Ne, ich glaube nicht, das ist zu anstrengend. Wir haben, genau, Copy 4 muss auch noch ein Level erreichen. Okay, also, erreicht er jetzt sowieso ein neues Level? Nicht mehr verwirrt. Volltreffer, Wandlerattacke. Okay. Sehr schön, du bist paralysiert und verwirrt. Das heißt, die Chance, dass du nicht angreifst, sind nicht so schlecht. Okay. Schlammbad. Oh, come on, Game. Das ist nicht nett. Bam, level up. Juhu. 33. Sehr schön. Pokard, Finito, aus und vorbei. So schön. Jetzt noch mal kurz schauen, ob ich unten richtig bin. Genau. So, Leute, im nächsten Part geht es hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin jetzt weg. Ciao.